Ich habe mir gerade das Programm nochmal angesehen. Das lässt vermuten, dass wir doch heute über viele technische Dinge reden werden. Ich muss zugeben, ich bin selber jemand, der immer, wenn er über technische Innovationen hört und dann auch mehr versteht, sozusagen leuchtende Augen bekommt. Ich möchte jetzt aber in der Keynote eigentlich bewusst eher einen Kontrapunkt setzen und den User, den auch die Werbetreibenden ja immer, dessen Aufmerksamkeit sie gewinnen wollen, eigentlich in den Mittelpunkt stellen. User-centric Marketing, werden die meisten wieder sofort sagen, super, nächstes Buzzword. Nein, ich glaube es nicht. Für mich ist es einfach ein Begriff, der sehr schön die Prinzipien zusammenfasst, die wir heute schon sehen bei erfolgreichen Online-Marketing-Maßnahmen. Die Dinge, die wirklich schon funktionieren, die fasst das sehr schön zusammen. Und lassen Sie sich einfach mal das auf sich wirken, wenn ich jetzt auch an Beispielen zeige, was da sich eigentlich wirklich hinter verbirgt, weil eine leere Hülse ist natürlich schwierig. Die erste Frage war natürlich auch immer gleich, was die Definition, da können wir jetzt 3 Seiten drüber schreiben. Wir haben es dann versucht, einfach mal zuzuspitzen, weil zugespitzt heißt das eigentlich, und die Technik funktioniert wunderbar, jeder User kriegt seine eigene Kampagne. Das ist eigentlich das ganze Geheimnis. So, das ist jetzt natürlich wieder sehr einfach, dafür nicht sehr operabel. Von daher lassen Sie mich einfach mal in der nächsten, wie viele Minuten habe ich noch? 5 Minuten? Na, ich kriege ein bisschen länger, ne? Ist okay. Kurz die 4 Prinzipien, die ich eben angedeutet habe, die, glaube ich, diesem User-Centric Marketing als Gedanken zugrunde liegen, vorstellen, die kritischen Erfolgsfaktoren vorstellen, die man berücksichtigen muss, wenn man das umsetzen will, und dann eigentlich zu zeigen, was bedeutet das eigentlich jetzt einmal für die Werbetreibenden, aber auch für die Anbieter im Online-Markt, diese Prinzipien sozusagen zu nutzen. Wo kommen wir her? Die alte Welt in Anführungszeichen. Klassische Kampagnen, wir legen Ziele fest, wir planen, wir buchen ein, Umfeld oder auch getargetet an dieser Stelle. Eine Kampagne läuft 4 Wochen, wir werten sie aus, wir lernen daraus und gehen weiter. In dieser jetzt überspitzt alten Welt, sage ich mal, wissen wir wenig über den User, wir machen sehr, sehr viele Annahmen, wir machen nicht sehr, sage ich mal, individuelle Anzeigen. Und wir lernen auch nicht besonders schnell, weil nach 4 Wochen zu lernen ist jetzt, sage ich mal, in der heutigen Zeit ja wirklich nicht so das andere. Jetzt einfach mal, um das ganze Gegenstück zu zeigen, was könnte eigentlich jetzt wirklich das maximal userzentrierte sein, was wir uns vorstellen können, um den Bogen zu spannen. Brille ist im Augenblick aller Munde. Was für richtig cool wäre, wenn wir natürlich jetzt diese Brille nicht nur nutzen könnten, um was anzuzeigen, sondern das liest schon unsere Gedanken, das erkennt schon unsere latenten Bedürfnisse. Also bevor ich weiß, dass ich es eigentlich haben will, hat es die Brille schon verstanden, schickt es an die relevanten Anbieter, die schicken sofort ein Angebot zurück und irgendjemand, dem die Brille gehört, wir hoffen jetzt nicht nur einem, sondern es gibt vielleicht dann hoffentlich verschiedene Anbieter, zeigt dann genau das richtige Angebot an. Und im Extremfall, sage ich mal, mit so einem Augenzwinkern, haben wir es dann schon gekauft. Da sollte man natürlich immer aufpassen, dass man keine Sandkörner ins Auge bekommt, das kann sonst eine hohe Rechnung bedeuten, aber das wäre jetzt das andere Extrem. Nebensatz, unser Traum oder Traum des Marketeers, aber sicherlich der Albtraum des Users. Von daher glaube ich jetzt nicht, dass wir genau dahin kommen werden, aber einfach mal, um den Bogen aufzuspannen. Lassen Sie mich jetzt die 4 Prinzipien mal vorstellen. Das sind ganz einfache: Data, Analyze, Target and Learn. Was verbirgt sich da im Einzelnen dahinter? Data treibt uns ja schon lange um, ist aber trotzdem recht vielschichtig. Welche User-Daten habe ich tatsächlich? Die erste Frage, die ich mir immer stelle, welche Art habe ich? Habe ich nur soziodemografisch? Habe ich auch Verhalten? Habe ich sogar Intent? Wunderbar. Welchen Umfang habe ich? Das ist Tiefe und wie Breite, sprich wie viel weiß ich über den einzelnen User und wie breit ist mein Userpool, den ich kenne, um wiederum daraus Schlüsse zu ziehen? Granularität ist ein wichtiges Thema. Weiß ich, wenn ich zum Beispiel über ein Intent-Datum nachdenke, weiß ich, dass er sich grundsätzlich für Smartphones interessiert oder interessiert er sich genau für das Galaxy S4 ist, glaube ich, noch nicht ganz raus, aber wird es bald raus sein. Aktualität ist ein Thema, gerade bei dem Thema, wenn ich sehe, wie E-Mail-Marketing heute gemacht wird, arbeite ich sehr stark auf historischen Daten. Was hat er irgendwann mal gekauft? Ist natürlich nicht so aktuell, wie welches Verhalten zeigt er im Augenblick gerade? Wo war er gerade? Das sind viele Dinge, die viel kurzlebiger sind als so eine langfristige Betrachtung. Und natürlich auch die Qualität spielt eine wichtige Rolle. Glaube ich, weiß auch jeder, der irgendwie Facebook-Daten nutzt. Ich weiß nicht, hat jemand bestimmt Kinder auch bei Facebook, die dann meistens, wenn man mal genau nachguckt, eigentlich schon 3 Jahre weiter in der Klasse sein müssten oder schon längst ausgezogen. Also man muss auch gucken, wo die Daten herkommen, damit das Ganze passt. Nach Data kommen wir zu Analyze. Da geht es eigentlich darum, wie gut leite ich jetzt aus diesen Daten, die ich habe, gut, besser oder schlechter, richtige Handlungsempfehlungen ab. Handlungsempfehlung heißt in diesem Falle, wie muss ich diesen Kunden ansprechen? Wir träumen ja alle immer von diesem einen, oder das ist unser
absolutes Ziel, den Kunden an der richtigen Stelle, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Message, mit dem richtigen Produkt, auf dem richtigen Kanal anzusprechen. Das ist ja so unser Maximum. Darum geht es in diesem Analyse. Und es geht darum, diese Handlungsempfehlung auf der einen Seite entweder möglichst direkt abzuleiten, also wenig Annahmen zu machen, ja, oder möglichst datengetrieben. Wenn man zurück, dieses Beispiel, klassische Kampagne, da mache ich sehr viele Annahmen über eine Zielgruppe, was die vielleicht braucht, über Umfelder oder Zielgruppen weiter hinaus. Da bin ich null auf dieser Stelle. Mit der Brille bin ich sehr, sehr genau, weil ich da ganz genau weiß, also mehr besser weiß als der Kunde selber, was er will. Das ist das Extrembeispiel. Aber das sind die beiden Faktoren, die wichtig sind, wenn wir diese Dinge ableiten. Wenn ich jetzt diese Handlungsempfehlung habe, ist die Frage, wie gut kann ich den einzelnen User kosteneffizient targeten? Das sind die zwei Dinge. Das eine ist, welche technischen Möglichkeiten habe ich eigentlich, über einen bestimmten Kanal individuell einen Kunden anzusprechen? Sprich wieder die Frage, kann ich ihn, nehmen wir jetzt einen Banner, ein ganz persönliches Banner mit seinem Produkt zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Kontext und so weiter zuspielen? Aber die zweite Frage ist auch die kosteneffizient, weil ich meine, jeder nimmt hier ab und zu einen Fokus zum Beispiel in die Hand. Ich könnte jetzt, habe super Daten über Sie und würde für jeden von Ihnen eine super Anzeige machen, ganz individuell, und Sie würden sich auch sehr persönlich angesprochen fühlen, wenn Sie den Fokus aufschlagen. Nur leider wird das halt von den Produktionskosten nicht mehr wirklich so richtig sinnvoll machbar, und auch von der Verteilung her, dass jeder genau seinen richtigen Fokus bekommt, wäre wahrscheinlich auch nicht ganz einfach. Also das Beispiel Fokus jetzt nur zufällig gewählt, ja? Gilt grundsätzlich für Print. Komme ich zum letzten Teil, dem Learn-Teil. Da ist es ganz wichtig, auf der einen Seite automatisiertes Lernen, sprich, wenn ich neue Daten habe, sofort damit wieder meine Erkenntnisse zu verbessern, was wir vorne hatten, neue Handlungsempfehlungen, die Kunden anders zu targeten. Auf der anderen Seite aber auch jede Annahme, die ich ständig mache, immer wieder zu hinterfragen, zu testen. Ja? Dass das Key Visual der Frau, des Marketingchefs am besten gefällt, ist ja schön, aber wenn es sonst keinem gefällt, ist das nicht wirklich sehr hilfreich. Ja? Von daher testen, datengetrieben, testen, testen, testen. Und das andere Thema, was natürlich wichtig ist, Lerngeschwindigkeit. Auch das klassische Beispiel, in 4 Wochen zu lernen und dann zu sagen, was könnte ich besser machen. Ich weiß, da sind hier viele in ganz anderen Zeiten unterwegs, aber ich glaube, das muss man den Kunden trotzdem immer wieder sozusagen erzählen, dass das ein wichtiger Punkt ist, weil sie da einfach sehr viel Geld verschenken, wenn sie da nicht schnell genug unterwegs sind. Gut, das sind die 4 wesentlichen Prinzipien, nicht unbedingt aufregend und neu. Insbesondere aber, was finde ich spannend ist, ist, das sind genau die Prinzipien, die erfolgreiche Online-Marketing-Maßnahmen heute auszeichnet. Ich habe jetzt so die drei mit dem höchsten ROI im Prinzip aufgelistet, SEA, Retargeting und E-Mail-Marketing. Und wenn wir uns die jetzt mal angucken, wenn wir sehen, dass das genau die in diesen Kategorien recht gut abschneiden. Nehmen wir SEA, ist natürlich im Sinne durch Pull automatisch irgendwie per Definition user-centric, weil der User hat sich gerade gemeldet und gesagt, ich will irgendwas. Ja? Da kriege ich sehr gute Daten, grobes oder exaktes Intent-Datum, wie gesagt, Smartphone versus Samsung Galaxy. Ich gehe sehr automatisiert, sehr datengetrieben ran und sage auf meinen Erfahrungswerten, der muss den Anzeigentext, der muss den Preis oder etc. bei dem Keyword bekommen. Den kriege ich den, abhängig von den Keywords. Ich kann ihn 1:1 erreichen, also er kriegt das dann in dem Moment, weil er ja gerade geschrien hat. Ich bin da bei dem dritten, beim Target bin ich ein bisschen begrenzt im Augenblick noch, weil ich kann ihm halt nur so einen Anzeigentext zeigen. Mit PLA jetzt mit Bildern schon ein bisschen, aber es ist halt noch ein bisschen begrenzt. Also da würde ich nicht die volle Punktzahl geben bei Nummer 3. Bei 4 wieder hohe Automatisierung, Geschwindigkeit. Wer Bitmanagement-Systeme kennt, die Dinger lernen recht schnell und wissen genau nach ein paar neuen Daten im Prinzip, was sie bei den Keywords sozusagen anders machen müssen. Zweites Beispiel, Retargeting, glaube ich, ist mehr interessant. Und damit wird im Prinzip in dem Push-Kanal Display, der ja sozusagen ein paar Nachteile hat, weil er halt sozusagen erst die latenten Bedürfnisse wecken muss, nachgezogen. Hier bei Data, wir haben ein ganz exaktes Intent-Datum, abgeleitet aus dem Warenkorb oder was er sich angesehen hat. Die Analyse ist relativ einfach, wir machen keine weiteren Annahmen, außer hat sich angesehen, interessiert sich dafür, das ist eine relativ einfache Annahme, ich glaube, das kann man so durchgehen lassen. Wir können ihn dann extrem gut targeten, auch dynamisch mit wunderbaren Werbemitteln und so weiter. Das Learning geht theoretisch auch relativ schnell. Da sind wir manchmal vielleicht noch ein bisschen, haben wir ein bisschen Potenzial in der Anwendung. Das ist, glaube ich, mehr dem Werbetreibenden wie auch immer geschuldet, dass er dann vielleicht doch ein paar Mal zu oft laufen lässt, bevor er dann merkt, dass der Kunde es halt vielleicht wirklich schon gekauft hat oder nicht kaufen will. Aber ansonsten würde ich sagen, 3, also eigentlich 4 aus 4 scored das Retargeting. Kommen wir zum E-Mail-Marketing von Bestandskunden. Das ist eigentlich der One-to-One-Klassiker und im Endeffekt ist ja User-Centric-Marketing nichts anderes als One-to-One-Marketing.
Hier würde ich auch wieder sagen, so 3 aus 4. Der schwächste Punkt ist, wie gesagt, das hatte ich eben schon angedeutet mit Data, das Historische. Also die Bestandskundendaten sind halt historische Daten und damit nicht immer vielleicht ganz aktuell. Aber ansonsten, es wird sehr datengetrieben analysiert, sehr und abgeleitet, welche Produkte eigentlich dieser Kunde noch weiter braucht. Ich kann, die Newsletter sind super flexibel, ich kann super individuell im Prinzip meine User und Kunden ansprechen mit individuellen Angeboten. Und das machen ja auch viele Werbetreibenden. Und auch beim Lernen, hier wird viel getestet, hier wird nichts dem Zufall unbedingt überlassen, da wird immer ein Flight vorher getestet und es wird auch sofort wieder ausgewertet und geguckt, was als nächstes geht. Noch nicht in Realtime, das ist immer noch ein bisschen batch-orientiert, also da gibt es sicherlich auch noch Potenzial, aber da sind die schon recht weit. So, ich glaube, das hat hoffentlich jetzt ein bisschen mehr gezeigt, was diese 4 Prinzipien bedeuten. Und ich glaube, sie sind einfach eben, wie gesagt, ein Garant dafür, wenn ich diese User-Zentriertheit so weit wie möglich treibe, dass ich wirklich erfolgreich bin. Das war jetzt innerhalb der Kanäle. Das ganz Wichtige, aber was jetzt darüber hinauskommt, weil da sind wir ja auch, wie man sieht, schon an einigen Stellen recht weit, ist, dass das ganze Kanal übergreifend betrachtet wird. Ja? Dass wir nicht nur diesen einzelnen Kanal uns jeweils angucken, sondern eben die User-Journey auch. Ja? Dadurch gewinnen wir über übergreifendes Tracking wieder neue Daten im Prinzip, lässt sich also genauso anbieten, abbilden oder anwenden. Und wir haben dann wieder Analyze- und Learn-Phasen, die über diesen ganzen Zyklus hinausgehen. Ja, ich betrachte also den Kunden nicht nur in seinem eigenen Kanal mit User-Centric, sondern ich mache das kanalübergreifend. Also das heißt, sein Kaufprozess. So, und jetzt müssen wir aber eigentlich noch einen drauflegen, weil so ein Kunde kauft ja nicht nur einmal bei uns, sondern er soll ja hoffentlich häufig bei uns kaufen. Deswegen ist für mich sozusagen die 3. Ebene dann, also wenn ich Kanal als die 1. Kaufprozess, ich kaufe mir eine Reise als 2. Prozess mache, dann habe ich noch meinen Customer Lifecycle, den ich eigentlich nochmal oben drauf setze, weil hoffentlich kaufe ich ja nicht nur eine Reise, sondern viele Reisen in meinem Leben und mache viele Urlaube. Von daher sind das die 3 Ebenen, in denen ich immer wieder die gleichen Prinzipien im Prinzip anwenden muss und durchspielen muss. So, was sind die kritischen Erfolgsfaktoren dabei? Da gibt es 4. Fangen wir mit dem 1. an. Das ist das Einfachste zum Verstehen, aber das Schwierigste wahrscheinlich auch fast mit der Umsetzung. Das ist das Thema, wie stelle ich eine Gesamt-User-Sicht her? Das heißt, erstmal in der Online-Welt natürlich Klicks, Views, alle Journeys, auch die nicht konvertieren, also unwahrscheinlich viele User-Journeys, die halt nicht zum Erfolg geführt haben, zum Lernen. Das Cross-Device-Thema muss ich hier, glaube ich, alles nicht erzählen. Gleichzeitig werde ich versuchen, die Online-Offline-Kanäle mit reinzunehmen. TV kriegen wir schon ganz gut rein. Das physische kriegen, also Mailings können wir auch ganz gut mit abbilden. Bei Out of Home ist es noch ein bisschen in Anfängen und Print muss man sehen, wie man das hinbekommt. Das andere Thema, was aber mehr organisatorischer Natur ist bei den Werbetreibenden, ist natürlich, die organisatorischen Schranken zu lösen. Ja? Also Branding meine ich jetzt in diesem Fall wirklich die Imagewerbung, die in meiner Marketingabteilung läuft, die muss halt auch mitgemessen werden, weil es macht halt einen Unterschied, ob ein Kunde konvertiert, der diese Kampagnen gesehen hat oder sie nicht gesehen hat. Ja? Oder es kann nicht sein in Zukunft weiterhin, dass wir eine Trennung haben zwischen Neukundenmarketing und Bestandskundenmarketing. Ja? Weil das führt auf die vollkommen falsche Fährte. Ja? Wenn ich ein Durchschnitts-CPO annehme, und der eine schafft nur Bestandskunden sozusagen, immer wieder ein neues Produkt zu verkaufen, muss ich da einen ganz anderen Maßstab ansetzen, als wenn jemand sagt, ich habe hier wirklich Neukunden geschaffen, die mir einen ganz anderen Wert liefern, wenn ich dir das erste Mal sozusagen als Kunden gewonnen habe. Also hier müssen wir sozusagen, müssen die organisatorischen Barrieren eingerissen werden, um das Ganze entsprechend weiter voranzutreiben. Das 2. Thema ist handlungsorientierte Analysen. Ich hatte ja eben schon gesagt, handlungsorientiert heißt, ich will wissen, wen, wann, ich wo, mit welcher Nachricht am besten, in welchem Kontext und so weiter anspreche. Da gibt es auch viele Diskussionen im Augenblick, kanalübergreifend. Die Attributionsdiskussion kennt jeder vom Last Click Wins, wo wir uns alle jetzt einig sind, dass es nicht ausreicht, über die Badewannen, über zeitliche, also verschiedenste Modelle. Auf der Meta-Ebene hat das auch eine ganze Menge schon gebracht. Einige Kunden haben gelernt, naja, der eine Affiliate ist vielleicht nicht so toll, weil der Gutschein wurde immer erst geholt, nachdem er schon auf der Seite war, das Produkt ausgewählt hat. Das heißt, ich habe eigentlich Geld rausgeschmissen. Ja. Andere haben gelernt, und das ist sehr schön, glaube ich, für viele hier im Raum, nach dem Motto, Display ist ja doch ganz hilfreich, ja, auch wenn es nicht der letzte Kontakt war, ist auch eine ganz schöne Sache. Dadurch werden gewisse Budgetverschiebungen sozusagen angegeben. Aber natürlich, was heißt denn das jetzt so ein bisschen Budgetverschiebung? Es ist dann doch nicht so einfach, so eine global galaktische Aussage wie, jetzt mach mal X% mehr Display umzusetzen. Ja? Weil, was denn jetzt genau? Wo denn jetzt? Welche Kunden? Wie soll ich das eigentlich machen? Und da, das ist jetzt so ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich glaube, da muss es irgendwo hingehen, dass wir in Zukunft es schaffen, im Prinzip die verschiedensten Daten, die wir haben, und das sind eben genau diese User- und Customer-Journeys, ich nenne das jetzt mal die
anonymen Daten, die wir haben, mit den Bestandskunden zusammenzubekommen und so kleine intelligente User Interaction Templates zu bauen, habe ich die jetzt mal genannt. Und das sind im Prinzip nachher die kleinen Templates, die einem genau sagen, was muss ich dem User erzählen, also das zu realisieren, nämlich zu sagen, jeder kriegt seine eigene Kampagne. Das ist jetzt super abstrakt. Ich werde versuchen, jetzt mal ein Beispiel, wie ich mir das vorstellen würde, darzustellen. Wenn ich Zukunft im Rahmen von Real-Time Advertising ein User angeboten bekomme, dann stelle ich mir vor, dass ich erstmal frage, kenne ich den User? Wenn ich den kenne, würde ich die erste Ebene ansprechen und sagen, hey, ist er gerade in einem Kaufprozess? Wenn er in einem Kaufprozess ist, würde ich sagen, okay, wo befindet er sich? Und dann sozusagen die nächste richtige Aktion zu machen. Muss ich da vielleicht einen kleinen Rabatt ihn rüberschieben? Oder was haben andere Kunden in dieser Situation gebraucht, um zu kaufen? Ja? Wenn er nicht im Kaufprozess ist, dann würde ich sagen, aha, aber ich kenne ihn, das heißt, ich habe ihn schon mal irgendwie was verkauft anscheinend. Dann befindet er sich im Customer Lifecycle. Was kann da ein sinnvolles nächstes Angebot sein? Also Gebot im Sinne von bieten, damit ich ihn auf jeden Fall bekomme und Angebot, was ich ihm natürlich dann mache. Was ist da das Nächste? Ansonsten habe ich die Möglichkeit, wenn ich ihn noch nicht kenne, habe ich genügend Rahmeninformationen, um trotzdem ein sinnvolles Angebot zu machen. Dann kann ich sagen, okay, biete ich trotzdem drauf. Und wenn ich halt wirklich zu wenig Informationen habe, lass ihn einfach ziehen. Diese AI sozusagen möchte ich nicht haben. Was das bedeutet, ist im Prinzip, wie gesagt, das sind halt wirklich in dem Moment für den User eine individuelle Kampagne, beziehungsweise im Endeffekt gehe ich in einen kontinuierlichen Dialog. Jedes Mal, wenn ich ihn wieder treffe, versuche ich, die Geschichte weiterzuerzählen. Ja? Und das ist, glaube ich, das, wo wir hinkommen müssen und wo wir oder schrittweise hinkommen, wenn wir das jetzt so weitertreiben. Dritter kritischer Erfolgsfaktor, beste Algorithmen, ist, glaube ich, hier auch. Also das ist sicherlich ein Thema, was insbesondere die AdTech-Anbieter betrifft. Woran messe ich gute Algorithmen? Welchen Uplift bringen die mir wirklich? Wie schnell machen sie das? Nach dem Motto, es gibt ja ein paar Physiker, die da auch aus dem CERN kommen und wenn die in einer Woche sozusagen die allerbeste Lösung gefunden haben, bringt mir halt meistens nicht, weil der User dann schon wieder von der Seite runter ist. Wie viel Daten brauchen die? Lernen die möglichst schnell? Nach 100.000 AIs, eher ist ein Lerneffekt, ist zu langsam. Und Robustheit ist vielleicht jetzt bei Advertising nicht das Wichtigste, das ist wichtiger. Wer hat gestern den Mini-Flash-Crash am DAX gesehen wieder, wo die Vermutung ja auch wieder war, dass doch die Rechner nicht ganz so robust waren, wie sie sein sollten. Beim Advertising merken wir es vielleicht nicht so stark, weil die Summen, die wir da aufs Spiel setzen, nicht ganz so groß sind. Aber auch da, die Algorithmen müssen robust sein, dürfen nicht großen Quatsch machen, wenn sozusagen mal überraschende Parameter von außen kommen an dieser Stelle. Die Anwendungsfelder brauche ich jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen darauf einzugehen, ob ich ähnliche User generieren will, um meine Sales-Pipeline zu füllen, ob ich Produktvorschläge optimieren will, SEA-Keywords optimieren oder eben, was ein wichtiges Thema ist, was ich eben ansprach bei der Attribution, wirklich die relevanten Customer Journeys erkennen. Ich kriege ja eine Datenwust im Prinzip und muss eigentlich daraus, und das kann ich nicht mehr mit Augen drauf oder sowas, da muss es Algorithmen geben, die selbstständig Muster erkennen, um das voranzutreiben. Kommen wir auch schon zum letzten. Das ist das Thema höchste Automatisierung. Ist einfach die Voraussetzung für alles. Das ist machbar, dass es kosteneffizient ist und dass wir die Lerngeschwindigkeiten halten können. Also nehmen wir mal hier ein SEA-Konto eines Retailers, 190.000 Keywords, 30.000 Klicks, 1,1 Millionen AIs. Also wenn ich da jetzt jemanden händisch dran setzen würde, der das optimiert, Machbarkeit, er würde sich wahrscheinlich umbringen, deswegen ist es gar nicht machbar. Kosteneffizient, der würde wahrscheinlich ein Jahr brauchen und nicht einmal durch sein und lernen wir halt dann auch in einem Jahr einfach auch nicht die richtige Geschwindigkeit. Also ich glaube, das ergibt sich von selbst, ist aber keine Einfachheit. Ich meine, wir sehen ja gerade, was uns da Real-Time Advertising schon weiterbringt an dieser Stelle, aber ich glaube, kanalübergreifend haben wir da auch noch einen weiten Schritt sozusagen, dass die ganzen Systeme miteinander koordinieren. So, komme ich zum dritten und letzten Teil. Was ist eigentlich die Bedeutung für Werbetreibende und Anbieter? Gut, für die Werbetreibenden fragen sich natürlich, okay, wie kann ich denn jetzt so ein ganzheitliches, würde ich jetzt nennen, also kanalübergreifendes UCM eigentlich umsetzen? Was sind die Schritte dahin? Das ist nicht einfach, und es ist ein Weg, aber es ist machbar. Der erste Schritt ist natürlich, die einzelnen Kanäle auf UCM-Potenziale zu überprüfen. Also einfach mal durchzugehen, zu sagen, was kann ich da eigentlich noch machen, um noch user-centric zu werden? Treiber sind da teilweise, gibt es Technologien, die ich noch nicht nutze. Zum anderen gibt es neue Technologien, die mir erlauben, da genauer vorzugehen. Hier vielleicht einfach mal drei kleine Beispiele. Zwei davon gibt es schon, eins gibt es noch nicht. Search Remarketing kennt, denke ich, jeder. Die neuen Möglichkeiten von Google, dass Google für mich die Leute, die schon auf meiner Seite waren, taggt. Und wenn eine Person, die dieses Tag hat,
das Keyword eingibt, dann erfahre ich das. Also ich habe einen Unterschied, ob das Keyword von einer Person, die schon auf meiner Seite war oder die noch nicht auf meiner Seite war, eingegeben wird. Das heißt, ich habe da bessere Daten. Ich kann sagen, ha, den habe ich schon mal gesehen, der scheint da schon Interesse bekundet zu haben. Da biete ich vielleicht mehr, was auch immer. Ja? Ich habe also mehr Daten plötzlich. Display ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, was auf der D3Con jetzt das erste Mal gezeigt wurde, hier von BSkyB, das kennen wahrscheinlich die meisten auch, wo es darum ging, im Prinzip Sportabos an Bestandskunden zu vermarkten und das halt nicht mehr nur über E-Mail und Dialog, E-Mail-Marketing und über Dialog-Marketing, die Möglichkeiten nutzen die natürlich auch aus, sondern zu sagen, hey, ich muss den im richtigen Kontext bekommen. Ich muss dem das Display-Banner zeigen, in dem Moment, wo er auf einer Fernsehzeitschrift ist, wo unten steht Bayern gegen Arsenal. Dann ist da nochmal eine ganz andere Conversion Rate, die ich habe, wenn dann oben das Banner steht für einen Bestandskunden, also nach dem Motto, buchen Sie doch einfach Sportspaket dazu für 9 Pfund. Weil in dem Moment überlegt er, heute Abend in die Kneipe oder ich lade meine Kumpels ein, 9 Pfund, hey, das mache ich doch. Und da scheinen wirklich höhere Quoten zu sein, wie BSkyB berichtet. Auf jeden Fall zeigt es wunderbar, wie man da Display sozusagen user-centric im Prinzip einsetzen kann. Also genauer targeten kann. Das gleiche beim E-Mail. Heute ist E-Mail ja sehr batch-orientiert, ja. Es wird im Prinzip gerechnet, dann werden gesagt, die Kampagne geht an die ganzen Kunden mit individuellen Angeboten, ja, aber bitte zwischen 10 und 12 ausliefern an alle. Ja. So, da gibt es bestimmt eine ganze Menge Leute, die, für die das eine gute Zeit ist und die sagen, ey, das poppt bei mir auf an erster Stelle, das nehme ich. Ja. Es wird aber auch viele geben, bei denen das sozusagen sich einreiht in die 25 anderen E-Mails, die abends dann alle mal schnell weggelöscht werden. Also auch hier, These einfach, zu prüfen, macht es nicht Sinn, für jeden User individuell festzuhalten, was die richtige Zeit ist, damit er möglichst gut konvertiert, wenn er eine E-Mail bekommt, weil er sie sozusagen als erstes aufpoppen sieht. Ja, gibt es jetzt noch nicht, aber könnte ich mir schon vorstellen, dass da E-Mail-Anbieter auch drüber nachdenken. So, die nächsten Schritte haben wir eigentlich schon gesetzt. Aufsetzen eines übergreifenden Trackings, wie eben beschrieben, ist wahrscheinlich teilweise mehr organisatorisch, aber auch eine ganze Menge technische Sachen, die zu klären sind. Und dann im Prinzip ja, auf Basis dieser Daten, die ich gesammelt habe, Meta-Analysen aufzusetzen und zu gucken, was kann ich auf der groben Ebene darüber lernen. Haben viele Kunden auch jetzt, glaube ich, schon oder Werbetreibende große Erfolge erzielt. In Zusammenspiel auch wirklich Kampagnen anpassen und so weiter. Also eine sehr umfassende Optimierung, die viel Geld gespart haben. Und ja, die User-Interaction-Templates, die ich da eben angedeutet habe, sind ja noch ein bisschen weit weg. Und bis dahin heißt es halt als vierter Schritt Learning by Doing. Das heißt wirklich, nehmt euch die Daten und lernt Schritt für Schritt. Ja, mit zwei Zielrichtungen, die sind klar sozusagen, der Rahmen ist vorgegeben. Auf der einen Seite möchte ich die Customer Journeys, die funktioniert haben, möglichst wieder duplizieren, daraus lernen. Auf der anderen Seite möchte ich natürlich auch irgendwann verstehen, hey, bei dem Kunden bringt es nichts mehr, da kann ich auch mal einen Werbekontakt sparen, den ich woanders sinnvoller einsetzen kann. Und ein kleines Schmankerl am Rande. Ganz hilfreich ist das anscheinend auch für Fraud Detection, wenn man da nämlich mal ein bisschen genauer reinguckt und merkt, dass bestimmte Affiliates sozusagen immer nach 2 Sekunden auf der Webseite schon abschließen und alles sowas. Da kommt auch manchmal so das Gefühl auf, da könnte irgendwie Missbrauch vorliegen. Ja? Aber das ist wirklich ein Thema, da müssen Anbieter und Kunden zusammen einfach Schritt für Schritt lernen und mit der Zeit immer mehr sozusagen auch diese Learnings dann automatisieren, um das sozusagen der breiten Masse zukommen zu lassen. Jetzt für die Anbieter. Für die Anbieter sehe ich 2 Sachen. Einmal sehe ich wirklich große Chancen. Auf der anderen Seite gibt es ein paar Fragen, die dadurch einfach nochmal oder stärker gestellt werden, strategische Fragen. Die erste, ich glaube, das ist jetzt ganz deutlich geworden, User-Centric Marketing oder RTA oder wie man es auch jetzt immer nennen will an dieser Stelle, gibt Display die Möglichkeit aufzuholen. Ja? Dadurch, dass RTA im Prinzip datengetrieben also erstmal auf starken Daten basiert, datengetrieben arbeitet, sehr individuell targetet und sehr schnell lernt, par excellence User-Centric Marketing, hat es die Möglichkeit sozusagen zu den anderen Kanälen aufzuschließen. Voraussetzung ist natürlich, Retargeting ist jetzt halt noch sehr einfach, weil da nur ein einfaches Datum ist, die richtigen Daten zu generieren, um dieses Potenzial, was wir jetzt da eigentlich haben, auch wirklich auszuschöpfen. Ja? Auf der anderen Seite bietet es natürlich ein riesiges Potenzial, weil wir einfach noch einen weiten Weg vor uns haben. Also ich habe da jetzt ja einige Sachen skizziert, die es heute noch nicht gibt. Das heißt, wir werden sicherlich einmal auf der Technologieseite, auf der AdTech-Seite viele Algorithmen noch entwickeln müssen, viele Automatisierungs-, viele Reportings etc., um das alles zusammenzubauen und wirklich zu realisieren. Und zum anderen müssen natürlich die Werbetreibenden auch begleitet werden. Das wird kaum einer alleine schaffen. Ich glaube, ich habe hier ein Zeitproblem. Der Mann steht auf da links. Ich bin aber auch fast durch.
Jetzt zu den Fragen, die für die Anbieter nochmal wichtig sind. Das ist das eine, ist das Thema Verfügbarkeit notwendiger Daten, haben wir gesehen, das ist das wichtigste Thema. Da ist für mich an erster Stelle das Thema, was ich eben schon sagte, Bestandskundendaten mit anonymen Daten zusammenzubringen. Gerade im Rahmen der ganzen Diskussion, die ja der zweite Spiegelstrich ist, mit der EU oder auch mit irgendwelchen Browserherstellern, ist es, glaube ich, extrem wichtig, überhaupt erstmal den internen, den First-Party-Datenpool wirklich sauber zusammenzubekommen. Auch datenschutzrechtlich konform natürlich, aber da hat man, glaube ich, als Werbetreibender eine ganze Menge Möglichkeiten, um das erstmal zu machen. Zweite Thema ist, welche Freiheitsgrade erkämpfen wir uns? Da kämpfen wir schon alle, von daher ist da, glaube ich, nichts so zu sagen. Das dritte Thema, was ich wichtig sehe, ist das Thema, wie können wir die Datenbestände der Big Five nutzen? Also Big Five wäre jetzt bei mir, ich hoffe, ich kriege sie noch zusammen, Google, Amazon, eBay, Microsoft und Facebook, die einfach mit die besten Daten haben, einmal in der Tiefe, in der Breite und dann auch noch Cross-Device extrem gut aufgestellt sind, weil ich mich überall einlogge. Ja? Und alle sind dabei, gerade über, nennen wir es Audience Extension und so weiter, plötzlich jetzt Werbung zu machen. Wie können wir da mitspielen? Können wir da nur zuliefern oder können wir da anders noch irgendwie dran profitieren? Und in diesen ganzen Rahmenbedingungen ist natürlich für die Publisher die Frage, wie monetarisiere ich da im Prinzip optimal dann noch meine Daten? Das ist eine sehr schwierige Frage, da können wir, glaube ich, eine eigene Session draus machen. Ja, die zweite wichtige Frage für die Anbieter ist dann für mich das Thema, wie entwickelt sich der AdTech-Markt? Suite-Anbieter versus Spezialanbieter. Können Spezialanbieter, die heute sehr optimieren, die E-Mail-Marketing machen, die Datenmanagement-Plattformen anbieten, in Zukunft eigentlich überleben? Oder werden wir nachher am Ende nur noch die Großen sehen, wie Adobe, IBM und andere sozusagen, die ja über die letzten Jahre relevante Spieler zusammengekauft haben und gucken, dass das sozusagen alles aus einer Hand geht? Spannende Frage, ist, glaube ich, noch nicht endgültig beantwortet, aber die Spezialanbieter werden es nicht leicht haben, glaube ich. Gut, kurzes Fazit. Also für mich, und das würde ich gerne so ein bisschen versuchen mitzugeben und würde auch gerne über Feedback, wenn ich auch nächstes Jahr oder in 2 Monaten bitten, wenn er Fälle findet, die da nicht reinpassen, irgendwie die 4 Prinzipien als so eine Art Innovationskompass zu nutzen. Ja, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt weiterentwickle, wenn ich stärker in diesen Prinzipien bin, dann ist es wahrscheinlich userzentrierter, dann ist es wahrscheinlich marketingrelevanter und dann habe ich damit mehr Erfolg. Ja, das gilt für Werbetreibende wie Anbieter. Zweite Fazit ist sicherlich ganz klar, mit Real-Time Advertising haben wir eine super Chance aufzuholen gegenüber den anderen Kanälen, indem wir diese Prinzipien ausspielen. Da sind eine Vielzahl von Innovationen erforderlich, auf der Kanalebene, auf der Kaufprozessebene, auf der Customer Lifetime Value. Customer Lifecycle Value. Und ansonsten, um jetzt den Bogen zu schließen zum Anfang, halt nicht übers Ziel hinausschießen, also nicht anfangen, irgendwie Optimierungen im Nanosekundenbereich zu verkaufen, auch wenn die Daten nur täglich neu reinkommen. Also sozusagen ehrlich bleiben an dieser Stelle und nicht total der Technik verfallen. Ich glaube, es ist einfach super spannend, was da vor uns liegt. Sind ein paar richtig dicke Bretter zu bohren. Und ja, ich wünsche allen viel Erfolg und viel Spaß dabei und vielen Dank fürs Zuhören.